Hallo und herzlich willkommen auf Masses Clash Channel. Wir im Clan haben letztens wieder eine wirklich schöne Erfahrung gemacht, und zwar gegen den Gegner Persian. Diesen Clankrieg, den haben wir gewonnen, und unsere Nummer 5, Larry, wurde des Öfteren angegriffen. Er ist erst eigentlich noch nicht so lange auf Rathaus 10. Man sieht auch, er hat erst Level 1er Infernus und er wurde dreimal von den gegnerischen Rathaus 10ern angegriffen und hat mit seiner Ringbase wirklich dreimal gedefft. Das ist eigentlich nicht so häufig. Und wir schauen uns jetzt mal an, was die Gegner da so falsch gemacht haben gegen die Base. Und wirklich, wirklich schön ist, dass am Schluss genau ein Rathaus 9er es geschafft hat, Larry zu 2 Sternen mit einer ganz besonderen Taktik. Aber jetzt schauen wir erst einmal hier Davido 22 zu. Die gegnerische Nummer 6 auf Larry. Er hat leider schon seine ganzen Mauerbrecher verpulvert und ist deshalb sehr, sehr schwer erst in den inneren Ring reingekommen. Der Jumpspell, um in die Mitte reinzukommen, ein Heilzauber, ein Wutzauber, alles aufeinander. Aber wie das Design es eigentlich so will, laufen alle Truppen etwas nach außen. Wir haben jetzt schon keine Golems mehr da. Der letzte Freeze verfehlt auch den gegnerischen zweiten Inferno-Turm. Die Königin ist noch da und zwei Magier arbeiten am Rathaus. Aber die Verteidigungen sind einfach zu stark und besiegen die Königin und die Magier. Unten sind noch ein paar Magier am Werk. Aber auch die werden sehr schnell von den X-Bogen besiegt. Und auch ein paar kleine Hündchen sind noch da, die sich jetzt noch den letzten kleinen Golems da oben annehmen. 42% ist der Kampf ausgegangen. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Der zweite Angriff, den ich euch noch zeigen werde, die Verteidigung von Larry, ist von der gegnerischen Nummer 1. Und schaut hin, 2 40er-Helden. Also mit 2 40er-Helden sollte man da schon was reißen können bei der Base, die eigentlich noch zum Großteil aus Rathaus 9 ist. Er macht immerhin schon mal etwas intelligenter die Wege auf. Ein Golem wird gesetzt, Magier hinterher und 2 Mauerbrecher, die es aber nicht ganz schaffen, die zweite Reihe an Mauern zu durchbrechen. Auf der rechten Seite versucht er es genauso, aber ihm bleibt nur noch ein einziger Mauerbrecher übrig. Und er wartet jetzt und wartet, er hätte noch 2 Sprungzauber, mit denen er eigentlich oben in der Mitte sehr, sehr leicht reinkommen könnte. Aber er wartet trotzdem. Und er wartet. Und er wartet. Da kommt noch ein Mauerbrecher von rechts, aber der wird auch nichts mehr reißen können. Ganz knapp wird die Mauer nicht zerstört und da sind die Golems eigentlich schon alle down. Und dann erst kommt der Sprungzauber. Tja, wer weiß, was er davor hatte. Sage und schreibe, ich weiß nicht mehr, es sind, glaube ich, an die 10 Hexen, die da von oben reinlaufen. King und Queen auf Level 40, aber ein Multi-Inferno, der da seine Arbeit verrichtet gegen die Hexen. Da bringt auch ein Wutzauber nicht mehr viel. Ohne Freeze wird das einfach nichts da. Eine Riesenbombe lässt alle Hexen zugrunde gehen. Der Lavahund, der aus der CB rausgekommen ist, lenkt auch noch die weiteren Hexen ab. König und Königin sind zur Seite hin abgedriftet und eine Chance auf das Rathaus besteht jetzt schon nicht mehr. Und da ist es nur noch die Level 40er Königin. Sie hat noch ihre Fertigkeit und greift jetzt den gegnerischen Lavahund an, der langsam seine Lebenspunkte verliert. Aber das raubt der Königin natürlich auch ihre Lebenspunkte. Wir beschleunigen mal etwas. Der Lavahund wird zerstört. Die Lavahündchen greifen sie weiter an. Sie geht wieder mal auf eine Mauer, so wie sie es auch immer tut. Schießt und schießt und schießt und schießt. Und an sich steht noch ein X-Bogen und mehrere Teslas in der Mitte. Der X-Bogen verrichtet aber ganz alleine sein Werk. Und der letzte Schaden kommt von einem Tesla. 47% gedefft gegen die Nummer 1 von Persian. Und jetzt schauen wir uns noch einen wirklich, wirklich super Angriff von der gegnerischen Nummer 10. Puja, FRZ, keine Ahnung. Mit Drachen. Sehr, sehr interessanter Angriff. Die Luftabwehren stehen, wie man sieht, etwas weit draußen. Er setzt einen Drachen zur Ablenkung und die Clanburg aus der
Loons rauskommen mit zwei Wutzaubern gepaart. Die Loons zerstören die äußeren Luftabwehren und von der linken Seite kommen jetzt der ganze Rest der Drachen durch die zwei Drachen vorher an den Außenseiten, wurde praktisch so ein bisschen so ein Pfad, eine Schneise in die Verteidigungen reingesägt, wo die Drachen jetzt eigentlich nur noch direkt auf das Rathaus in die Mitte fliegen können. Und wir haben hier 8 bzw. 9 Drachen, die jetzt direkt in die Mitte fliegen. Mit einem Wutzauber gepaart haben auch die 1er Infernos da keine Chance, obwohl es nur 4er Drachen sind, die es ja seit dem letzten Update auf Rathaus 9 gibt. Die Infernos gehen down und eigentlich der innere Kern ist komplett zerstört. Und wir haben jetzt schon 2 Sterne und er hat noch nicht einmal seine Helden gedroppt, obwohl er sowieso nur seinen König dabei hat. Also sehr, sehr sichere 53%, 2 Sterne und jetzt setzt er noch seinen König unten, um noch ein paar Prozente rauszuschlagen. Und wir beschleunigen hier das Ganze mal ein bisschen, denn der König wird nur noch ein paar weitere Prozente einsammeln, die dann zur Gesamtzerstörung dazugerechnet werden. Er schafft es gerade noch, eine Kaserne mitzunehmen und da endet auch der Angriff von Puya FRZ auf Larry. Gleich darauf gab es eigentlich eine rege Beteiligung von allen. Alle wollten Drachen bekommen in ihre Clanburg und haben erstmal probiert, diesen Angriff nachzustellen und haben erstmal damit ausgetestet und einige sind auch auf ganz gute Ergebnisse gekommen und ich glaube, man sollte da dranbleiben. Vielleicht sind Drachen doch etwas besser. Sie werden immer ein bisschen unterschätzt, aber vielleicht sind sie doch gar nicht so schlecht und ich werde das vermutlich auch in nächster Zeit mal ausprobieren, ob ich dann mit meinen Drachen gegen Rathaus 9er als auch gegen Rathaus 10er vielleicht bestehen kann. Das war's auch schon wieder und ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß auf meinem Channel. Schaut euch die anderen Videos an, ganz besonders die Updates, die von der ClashCon gekommen sind, denn die werden jetzt dann so die nächsten paar Wochen und Monate immer wieder neue Sneak Peeks rausbringen und es ist wirklich interessant, da dran zu bleiben und zu schauen, was denn so für die Zukunft von Clash bereitsteht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.